Hey, willkommen auf meinem Kanal, meine Freunde. Und zwar, ihr wisst, zurzeit lade ich ja keine Glitches mehr hoch. Ich habe einfach viel zu viel Schiss. Und zwar geht es erstmal darum. Und zwar habe ich eine neue Idee. Ich weiß, viele von euch können mit sowas nicht anfangen, weil es im PC-Bereich ist. Aber scheiß drauf. Und zwar möchte ich jetzt sowas jeden zweiten Tag oder weiß was ich wann immer die geilsten Lackierungen hochladen, was Leute gemacht haben. Heute stelle ich euch zum Beispiel vor, das Black Ops 3. Kurze Frage an euch, wer von euch zockt denn eigentlich Call of Duty? Mein erstes Call of Duty war Call of Duty 4. Ein richtig geiles Spiel. Schreibt in den Comments, meine Freunde, welches Call of Duty findet ihr am besten? Und zwar fangen wir mal ganz von rechts an hier. Man sieht zum Beispiel die Sniper 50, glaube ich, heißt die Sniper noch was, aber es sind 50, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß, von Black Ops 2 ist die. Dann links das Logo von der Firma. Richtig, richtig nice. Finde ich auf jeden Fall Hammer. Dann ganz oben auf die Motorhaube Call of Duty. What, wie geil ist das denn? Okay, links nochmal das Logo, rechts, da sehe ich dran nicht richtig, aber wir stellen gleich ihr aus, daher gucken wir gleich mal. Links nochmal das Logo, ich finde einfach, der Typ, das gemacht hat, hat einfach viel zu viele Logos drauf geklatscht. Wir haben jetzt, glaube ich, schon drei, glaube ich, gesehen. Finde ich viel zu viel, ich glaube, dahinter ist auch noch eins, nee, ist es nicht. Dann diese Waffe hier bei Black Ops 2, die finde ich richtig geil. Ich glaube, die war jetzt bei Level 48 freigeschaltet oder ein bisschen früher, ich weiß es gar nicht mehr, aber richtig geile Waffe, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Dann ganz hinten die AK, boah, ich habe die geliebt, Leute, ich habe die geliebt, auch bei M3 war die richtig geil. Ganz hinten noch mal das Zombie Prestige. Wenn man richtig weit zockt und täglich zockt, hat man einmal die blauen Augen, ne? Wenn man nicht mehr lange zockt, dann gehen einmal die blauen Augen wieder weg. Aber der Totenkopf und die Waffen bleiben. Finde ich nicht schlecht. Dann ganz oben nochmal Call of Duty Black Ops 3. Richtig, richtig geil gemacht. Und es gefällt mir extrem, ja. Ich bin gerade dabei, mein eigenes zu machen. Es ist gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Weil ich muss erstmal wissen, wie das geht. Dann noch ein Programm finden, ne? Weil ich habe die Leute angeschrieben, aber die schreiben mir nicht zurück, die ganzen Amis. Vielleicht weiß einer von euch, wie das geht, meine Freunde. Ich würde mich mega freuen, weil ich will gerne mein eigenes Fahrzeug haben mit Mr. HD Flash. Ja, ich kann es hier nicht sehen, das ist so unscharf. Was ist denn das? Sieht aus wie so ein Totenkopf. Ich glaube, das ist die Atombombe oder was? Ja, genau, 15 Killstreak. Hier, 15 Killstreak. Was ist denn das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ja, meine Freunde, das war's, wie gesagt. Eine kleine Vorstellung über die neue geile Lackierung, was Leute gemacht haben. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, liked das Video, meine Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder oder am nächsten Tag kommen auf jeden Fall wieder echt jeden zweiten Tag Videos, gerade das mit dem ganzen Facecam, Geplaber und so weiter. Haut rein, euer Chris.